Bist du gerade verliebt? Nein, nicht wirklich. Nichts? Es gibt also, keinen Partner, wo du sagst, boah, der an meiner Seite. Was soll ich tun? Ich sitze den ganzen Tag zu Hause, ich sehe keine Leute. Und bevor ich euch jetzt wieder blindlings in die Stream-Zusammenfassung werfe, hier kurz der Kontext, damit ihr wieder versteht, um was es geht. Durch langes Zuschauen auf meinem Twitch-Kanal kann man sich eine Twitch-Währung mit dem Namen Kanalpunkte zusammensammeln. Ab einer bestimmten Menge Kanalpunkte kann man sich bei mir einen 2-Stunden-Stream wünschen, in dem ich das streame, was sich der Zuschauer wünscht. Für diesen Stream wurde sich gewünscht, dass ich eine Stunde auf Discord bin und dort einfach mit random Leuten aus der Community spreche. Quasi als kleiner Ersatzgedanke für die Gamescom, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt. Alle Leute, die Lust hatten, mit mir zu quatschen, waren in einem Discord-Channel und ich habe mir dann immer über Siri eine Zufallszahl geben lassen und denjenigen habe ich dann zu mir in den Call gezogen. Und hier sind wirklich spannende Gespräche entstanden. Ich bin ready. Ich bin bereit, mit euch zu talken. Zufallszahl zwischen 1 und 40. Okay. Zufallszahl ist die 33. Jetzt muss ich bis 33 zählen. Es ist einfach der Phönixkrieger. Alter Meister, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. So, stell dich kurz vor. Einfach Name, Alter, was du tust, damit jeder weiß, mit wem wir hier talken. Ich bin Cedric, bin 18 Jahre alt, komme aus Deutschland, meiner sagen, bin zurzeit ein Oberstufenschüler. Alter. Und das heißt, du machst Abi? Ja. Welche Note kommt raus? Oh, aktuell 2er-Schnitt, also wird ungefähr auf 12 Punkte rauslaufen. Alter, der Streber. Oh, gar nicht mal. Ich bin ganz ehrlich, es gibt einfach Latein. Ich bin froh, dass ich da noch nicht durchgerastet bin. Alter, was möchtest du dem Streamer erzählen? Oder mir? Oder was auch immer? Oder hast du ein Talent und möchtest Musik für uns machen? Nee, wenn ich Musik mache, da ist selbst die Karaoke-Runde besser. Oh je, das ist nicht gut. Ich hätte mal eine Frage. Hau raus. Mich würde es interessieren, die Batman Arkham Games, hast du die mal gespielt? Tatsächlich nicht, nein. Also ich sehe sie immer. Also ich kenne einige Trailer und so weiter davon. Aber gespielt habe ich sie noch gar nicht, weil ich habe mit DC super wenig am Hut. Und du bist großer Batman-Fan? Ja, ich bin allgemein ein großer Comic-Manga-Fan. Oh, dann hau mal deinen Lieblingsmanga raus. Du wirst safe Fans im Chat haben. Ja, ich glaube, da würde ich spontan sagen, Attack on Titan. Nur, das kenne ich, also den Namen kenne ich. Da gibt es den Typen, der aussieht wie ich. Cedric, ich danke dir. Es war sehr unterhaltsam. Danke gleichfalls. Hau rein. Alter, das war schon mal ein guter Anfang. Ich lasse mir eine neue Zufallszahl geben. Bueno, it is. Alles klar, Moment. Bueno, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, auch. Was geht? Wer bist du? Ja, also ich bin Ben, 14. Ja, ich gucke deine Videos, spiele Basketball. Das finde ich gut. Ich hoffe, du machst noch was anderes als meine Videos gucken. Ja, ich spiele auch sonst noch viel Videospiele halt. Was ist dein Lieblingsvideospiel? Ich glaube so Alltime Minecraft, weil ich das früher viel gespielt habe. Oh, du hast schon einen Simp im Chat. Yassi fragt, wie groß du bist, wenn du Basketball spielst. Ich bin leider nur 1,71. Ah, das ist wie überall. Es kommt nicht auf die Größe an, es geht um die Technik. Was möchtest du uns erzählen? Oder mich fragen oder was auch immer. Da Phönixkrieger das eben schon mit Batman Arkham Knight angesprochen hat. Ja. Und ich spiele gerade Spider-Man zum zweiten Mal durch. Wollte ich dich fragen, weil du hattest das ja, glaube ich, mal in einem Stream gespielt, ob du das auch weitergespielt hast und falls ja, wie es dir gefallen hat. Tatsächlich, also ich hab's nach dem Stream nicht mehr weitergespielt, wobei ich es eigentlich sehr geil fand. Aber ich glaube, gerade auf dem Zweitkanal als Story-Let's Play, gerade die Story will ich eigentlich schon mal spielen, weil das Game taucht ja gefühlt überall so als Game of the Year oder als eines der besten Games aller Zeiten auf. So, dann hast du jetzt auch wie vorhin Cedric ein Abschlusswort. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn es hoffentlich nächstes Jahr wieder eine Gamescom gibt. Okay. Ja, weil ja. Vor 2 Jahren war es, glaube ich, da war ich auch da und habe mich auch getroffen. Hast du ein Bild? Ich weiß es. Nee, ich habe es nicht mehr auf meinem Handy. Es ist auf meinem alten Handy, auf das ich aus Versehen draufgesprungen bin. Okay, erzähl bitte noch ganz kurz in 3 bis 4 Sätzen, wie das passiert. Ich habe so eine Cargohosen und die Tasche an der Seite war offen. Oh, und scheiße. Dann habe ich so eine Art Sprung nach oben gemacht, bin rausgefallen und dann bin ich mit den Füßen drauf gelandet. Oh, belastend. Oh, scheiße, sonst hätte ich gesagt, schick's mir noch, ich hätte es gern gesehen. Aber ja. Egal. Alles klar, ich danke dir, Ben. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke dir. Ciao. Tschüss. Dann machen wir direkt weiter. Das ist lustig. Das macht Spaß. Es ist Magu. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Boah, da klingt aber jemand sehr entspannt. Bin ich auch. Und wenn du auch entspannt bist, dann darfst du jetzt den Kanal abonnieren. Juhu!
Stell dich mal kurz vor. Ich heiße Elias, komme aus Wien, werde in 3 Wochen 18. Tschüss. Was liegt dir auf dem Herzen? Was möchtest du mit mir oder dem Stream teilen? Okay, wir machen es andersrum. Chat, ja. ihr dürft ihm jetzt Fragen stellen. Nutzt du Linux? Nein. Magst du K-Pop? Früher mal. Ja, mag ich, aber höre ich nicht mehr. Wo ist Kazooie? Auf meinem Emulator. Shish. iOS oder Android? Android. Was ist dein Lieblingsgame? Wenn's Story-Game ist, dann Majora's Mask. Oh, nice. Und wenn's ja in Online-Richtung geht, dann Call of Duty. Ah, dann nicht schlecht. Hast du das Neue geholt? Ja. Ist gut? Ich find's gut, das macht mir sehr viel Spaß. Ja. Bist dann, sag ich mal, eher der Classic-Spieler, also sag ich mal Team Deathmatch oder so, oder eher Warzone-Schwitzer? Na, Warzone. Ich find wirklich Warzone schrecklich. Ich mag das Spiel von Anfang an, mochte ich's nicht. Da haben wir was gemeinsam. Ich muss auch sagen, mit Battle Royale bin ich irgendwie nie so wirklich warm geworden. Ich habe Fortnite viel gespielt am Anfang, was ja rausgekommen ist, aber mit Warzone konnte ich nie was anfangen. Sehe ich auch so. Hast denn also seit welchem COD bist du quasi aktiv dabei? WW2. Nice. Ich muss sagen, ich habe das letzte, also quasi das neue Modern Warfare sozusagen, hatte ich mir auch geholt, aber auch nicht wegen Ding Warzone, sondern halt auch, weil ich das Classic eigentlich ganz, und ich muss sagen, ich fand es eigentlich ziemlich cool, muss ich zugeben. Mir fehlt bloß leider die Zeit. Alles klar, ich danke dir. Danke. Ciao. Ciao. Ey, nur entspannte Leute hier, unfassbar. Zufallszahl zwischen 1 und 60. Oh, damn. Es ist einfach eiskalt, die 58. Und da, mir wurde geschrieben, es sind 58. Nein, Arrow. Oh, fick mein Leben. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Oh. Alter, es ist der einzig wahre Arrow. Die Legende, sie lebt. Ja, mit dem Salami-Baum. Alter, wie hoch ist diese verkackte Wahrscheinlichkeit, dass einfach der Superscanerator den Salami-Baum erschaffe in mein Discord holt. Okay, aber jetzt kannst du dich mal persönlich vorstellen. Ja, mein Vorname ist Artyom, ist ein russischer Name. Ich bin 14 Jahre alt und ja, gehe in die 8. Klasse ungefähr. Nice. Weißt du dann schon, wo es später irgendwann hingehen soll? Hast du so einen Traumjob oder so eine Richtung, in die es gehen soll? Eigentlich nicht. Nicht wirklich. Nee, musst du aber auch noch nicht. Also ich finde auch, dass es viel zu früh heutzutage immer irgendwie verlangt wird, dass man sich da entscheiden soll. So, du darfst offen reden, über was du willst. Du darfst mich was fragen, du darfst mir ja, okay, was erzählen. Eine Bitte habe ich, besser gesagt nicht Bitte, sondern ich zwinge dich dazu, und zwar spiel Kirby. Welches? Ich würde dir den Wii-Teil empfehlen. Kirby's Adventure Wii. Okay, ich habe tatsächlich noch nie davon gehört. Das Game ist sehr gut. Gut, du darfst jetzt dem Chat noch was erzählen. Was soll ich denn erzählen? Hat der Chat irgendwelche Fragen oder so? Also wie beim letzten? 3 Fragen dürft ihr jetzt noch an Arrow senden. Nach dem Beantworten der 3. Frage jiete ich ihn direkt aus dem Call. Magst du die Serie Arrow? Nie geguckt, aber ich kenne die. Warum ist deine Stimme so tief? Weiß ich nicht, weil ich bin tatsächlich sehr früh in den Stimmbruch gekommen. Und jetzt noch die letzte Frage von Alex. Nutella mit oder ohne Butter? Ich werde dich vielleicht damit jetzt verletzen, aber tatsächlich ohne. Alles klar, wir sehen uns. Ich habe gesagt, nach der 3. Frage hielt ich ihn instant raus. So, ich mache einfach wieder. Und es ist... Nein, Lokium. Als ob jetzt Lokium kommt. Ach, fick mein Leben. Warum muss ich immer die Anstrengenden aus dem Chat kriegen? Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Was geht, Meister? Leute, das ist ein Mod bei uns. Jetzt kannst du dich endlich mal den Leuten persönlich vorstellen. Yo, hi, ich bin Loki. Mein echter Name ist Sebastian. Bin 18 Jahre alt und gehe momentan in die 12. Klasse. Alter, das klingt doch sehr gut. Auf welche Abschlussnote steuerst du zu? Denke mal, keine Ahnung, so im Zweierbereich, denke ich, hoffe ich. Welche Noten pushen dich und welche Noten ziehen dich runter? Also pushen so Mathe, Info und Geschichte und Politik und ja, Sport, Deutsch und Englisch ist ziemlich Sport! Ja. Du machst schlechte Noten. Ey, no Ray. Ey, ich war doch schon in deinem Stream, du siehst doch gar nicht so unsportlich aus. Ich bin unsportlich wie sonst was. Ja, ich sag mal, solange man nicht durchfällt, ist es ja in Ordnung. Also Sport ist auch eines der überbewertetsten Fächer überhaupt. Also außer im Schwimmunterricht, da hatte ich mal gute Noten. Echt? Ja, da war ich mal 1er-Kandidat. Also komplett. Bruder! Ariel, bist du's? Ja, ich war auch früher im Verein gewesen, also von daher. Also Schwimmen ist das Einzige, was ich mag. Also. Ja, aber dann bist du cool, ich war auch im Schwimmverein. So. Der Chat gehört dir, oder du hast was Fragen, oder was auch immer. Ja, der Chat kann einfach Fragen raushauen. Deine Meinung zu geschlossenen Wasserflaschen? daraus kann man ziemlich schwierig trinken. Also, ich würde sie aufmachen. Oh, Lea hat noch was sehr Gutes. Matte, rot oder blau? Blau. Ja,
Okay. Ich muss sagen, deine Antworten haben mir sehr gut gefallen. Also, das freut mich. Du bist auf jeden Fall weitergekommen. Jetzt brauchen wir aber trotzdem noch die obligatorische Frage, weil wir sind ja auch ein Gaming-Stream. Dein Lieblingsgame of all time? Ich würde jetzt spontan sagen Mario und Luigi 3. Oh, nice. Ey, ich höre so viel Gutes über das Game. Ich habe so Angst, dass ich, wenn ich es dann nicht gut finde, dass dann alle mich hassen so, weil ich jetzt so höre, Alter, Mario und Luigi 3, beste Mario und Luigi 3. Und ja, das Spiel war wirklich ziemlich gut, meiner Meinung nach. Alles klar, dann danke ich dir und noch einen schönen Abend. Ja, auch. Jo, hau rein. Tschüss. Oh Mensch, ich hab tolle Mods, ne? Ich hab großartige Mods. So, Zufallszahl zwischen 1 und 70. Alter, nicht wirklich Popekeks. No way. Wie viele bekannte Namen kommen denn hier rein? Ich wünsche dir den schönsten Abend, den du dir nur erträumen kannst. Guten Abend. So, stell dich kurz vor. Der Komponist hinter den legendären Tracks, Leute. Ja, ich bin der Justin, komme aus Dortmund, bin 20 Jahre alt, mach hobbymäßig Judo, hab den braunen Gürtel da. Braun ist kurz vor schwarz? Genau, ist der letzte vor schwarz. So, ich muss jetzt trotzdem kurz, eigentlich bist du ja hier, damit du was sagst, ich muss es trotzdem die Frage stellen. Also Leute, ihr kennt ja die legendären Tracks. Was hatte dich dazu bewegt, das zu tun? Es ist tatsächlich komplett random entstanden. Es war mein erster Song, dieses Frühstück im Bett. Es ist einfach nur, du hast es Freestyle im Stream gerappt. Ich fand's geil, hab's mir rausgeholt aus dem Stream und dachte mir, yo, ich pack das auf den Beat. Das hat sich nice angehört, ich hab's hochgeladen. Das ist überhaupt nicht, also vielleicht kommt das so rüber, I don't know. Das ist null aufwendig gemacht. Ich habe einfach nur mein Schnittprogramm, leg den Beat dahin, nimm deine Tonspuren und schieb die irgendwie hin, dass die passen. Da ist null professionell hinter. Nice. So und dann warst du, glaube ich, im Reddit, ne? Und dann kam es, glaube ich, ganz gut an. Und dann warst du quasi schon Komponist. So, dann, nachdem ich dich jetzt mit Fragen gelöchert habe, die Bühne gehört dir. Ja, was soll ich erzählen? Bist du gerade verliebt? Nein, nicht wirklich. Nichts? Es gibt keinen Partner, wo du sagst, boah, der an meiner Seite. Was soll ich tun? Ich sitze den ganzen Tag zu Hause, ich sehe keine Leute. Oh, schön. Geil, das war die absolut richtige Antwort. Ey, ich werde gerade dafür gefrontet, dass ich dich dauernd Fragen stelle. Ich bin jetzt ruhig. Was soll ich erzählen? Der Chat kann mich auch gerne was fragen. Magst du Anime? Ja. Lol, mein Profilbild. Oh, stimmt, ja. Das ist aus Attack on Titan. Nein, Genshin Impact. Schade. Okay, da muss ich jetzt aber einfach nur, ich weiß ja, dass ich eine starke Anime-Community habe. Dein Lieblingsanime? Death Note ist klasse und was ich jetzt relativ aktuell geguckt habe, Noragami. Okay, ich glaube, wenn man Death Note sagt, liegt man nie falsch. Also selbst ich, als jemand, der es nur kurz angefangen hat, also Death Note, ich habe noch nie etwas Negatives über diese Serie gehört. Gut, aber ein Abschlussappell noch, bevor ich hier rausfliege. Ich wollte gerade sagen, du darfst noch was sagen. Leute, Hübi hat ein Teamspeak. Kommt da drauf, wir brauchen Leute in der Hüla und Stanke. Optimal. Ich danke dir und wir hören noch voneinander. Jo, wir schreiben. Yo, ciao. Shiriro it is. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend und ich hoffe, dass es dir gut geht. Yo, Hübi, danke. Alter, was geht, Meister? Ja, ich bin der Shiriro 94, vom Alter her 27. Komm aus dem Region Bodensee, aus der Schweizer Seite. Du wohnst in St. Gallen? Bast, Thurgau. Okay, Thurgau kenne ich nicht. Ich kenne nur St. Gallen, weil sie wieder in der Nähe wohnt. Ja, ist der kleine Bruder von, aber wir haben viele Äpfel. Was, Äpfel? Ja, Thurgau ist der sogenannte Apfelkanton. Ja. Hast du denn auch einen eigenen Apfelbaum? Nee. Mensch. Aber auch kein Salamibaum. Darauf wollte ich gar nicht raus. Oh, scheiße, Alter, wir werden alle so dumm, das ist unglaublich. Ja, dann darf mir der Chat noch zwei Fragen stellen. Sitzen oder stehen abwischen? Logischerweise im Sitzen. Danke, sehr schön. Ein zivilisierter Mann, angenehm. Oh, Lea hat eine gute Frage. Blickkontakt bei Gesprächen mit Menschen oder eher beschämtes durch die Gegend schauen? Die Killerfrage als Autist. Warum? Jetzt muss ich mich aufklären. Autisten können sich nicht so gut konzentrieren, war das das? Nicht nur das, die Autisten sind auch in der eigenen Welt und sind nicht die kommunikativsten Leute, sagen wir es mal so. Ich musste es mir 20 Jahre lang anlernen. Ich wollte gerade sagen, also ich finde jetzt nicht, dass du unkommunikativ oder so bist. Dann leite ich jetzt ein Abschlussplädoyer ein. Einmal an dich. Ich weiß, ich habe die Monopoly-Geschichte mitbekommen. Ich warte sehnlichst auf überflüssig die zweite Staffel. Kannst du? Im Zusammenhang mit Überflüssig dir den neuen Monopoly Madness reinziehen. Was ist Monopoly Madness? Zieh dir das mal rein. Ubisoft hat das vor kurzem angekündigt. Das ist ein Spiel? Kommt am 9. Dezember raus, ja. Ach du Scheiße. Alles klar, Leute. Ihr habt ihn gehört, Freunde. Ein echter Monopoly-Fanatiker hier bei mir. Alles klar. Dann, Shiryu, es war mir eine Ehre. Schönen Abend dir noch, ne? Gleichfalls, ne? Ciao. Ciao.
So, Freunde, jetzt ziehe ich mir noch eine Frau hoch, weil dauernd über die Frauenquote gesprochen. Katha. Ich finde, Katha klingt nach einer Frau. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend, Katha. Moin. Hi. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, soweit geht's mir gut. Und dir? Einwandfrei. Dann stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin Katha, 16 Jahre alt, aus Köln und bin zurzeit noch Schülerin in der 10. Klasse. Und dein Lieblingsfach ist Kunst? Nein. Mist. Englisch. Englisch? Boah, einfach so, weil du die Sprache magst oder weil ihr einen coolen Lehrer habt, oder? Ich mag die Sprache und wir haben einen coolen Lehrer. Nice. Ihr habt wirklich einen Lehrer? Ja. Das hat man selten. Und ich vermute, dein Lieblingsspiel ist Splatoon. Ja. Okay, dann gehört die Bühne jetzt dir. Ja. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Wie fandest du die Octo-Expansion? Mega. Mega? Ja, hast du auch den Secret Boss besiegt? Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ich habe ein paar Tage hintereinander es versucht, habe da nicht so ultra lang gespielt. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Tage gebraucht dafür. Hast du Haustiere? Nein, aber meine Freundin, sie hat einen Hund und eine Katze. Und die vertragen sich? Ja, also die spielen auch öfter miteinander und zanken sich die eigentlich kaum. Verrückt. Dann stimmt ja dieses Vorurteil, dass Hund und Katze sich die ganze Zeit anstressen gar nicht. Ich soll dich fragen, ob du Animes magst. Nein, ich schaue keine Anime. Den einzigen Anime, wo ich mal reingeschaut habe, war Haikyuu. Mit meiner besten Freundin, die liebt Anime im Prinzip. Und da habe ich mal mit ihr reingeschaut und ich finde den tatsächlich ganz cool. Aber sonst schaue ich nicht wirklich Anime. Das ist vollkommen in Ordnung. Es muss auch Leute geben, die auf meiner Seite stehen. So. Nein, Spaß. Alles klar, nice. Cool, Katha, dann bedanke ich mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, war schön. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Und viel Spaß noch im Stream. Dankeschön. Ciao. Ciao. So, pass auf, Freunde. Ich gehe jetzt einmal kurz runter in den Call. Und dann in 2 Sekunden gehe ich raus. Ja. Moin, Meister. Moin. 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 So, Chat, jetzt könnt ihr alle die Fresse halten. Ich bin einen Channel runtergekommen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ein sehr unterhaltsamer Stream heute. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal.